Leute, Servus zurück auf dem wunderschönen Rasen hier in Spremberg. Nils, bist du am Start? Ja. In deiner schönen... Heute kannst du nie sagen, wer ich gewinne, die Schiede. No? Ja. Heute musst du dich beweisen hier. Und ja, als erstes machen wir ganz entspannt erstmal hier gewöhnungsbedürftig Lattenschießen. Als zweites gibt es eine bestimmte Position, von wo wir schießen müssen. Aufs Tor natürlich mit Torwart, auf die großen Tore hier. Und ja, dann als letztes noch entspannt erstmal 11 Meter schießen. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein. Marschischer schauen, wer anfängt. Und let's go. Shing, shang, shang. Okay, du kannst anfangen. Okay, let's go. So Leute, erster Versuch. Ganz entspannt. 1:0. Achso, und vergessen haben wir zu sagen, jeder hat 5 Versuche. Das packt mich schon wieder ab, Alter. Egal wo du bist, egal ob du auf dem Feld, Mann und Feld. Okay. Lass mich erstmal hinterlaufen. Erster Schuss für mich und ja, los geht's. Nee. Punkt gefunden, zweiter Versuch. Ja! Na Leute, ganz entspannt meinen dritten Versuch. Schnippel mal ganz lässig an die Latte. Also bisher war es immer knapp. Es war, erster war sauber, dann knappe, aber wir nähern uns an den zweiten. Ich könnte jetzt eigentlich in Führung gehen, aber nein, aber ich könnte jetzt einen Ausgleich machen. Letzte Chance, letztes Mal hatte ich die Chance gehabt, Ausgleich zu machen, aber jetzt muss ich einen Ausgleich machen. Dann stehe ich weiter unter Druck. Das geht nicht, schade. Oh. Jungs, das war ein bisschen zu risikoreich. Hätte ich lässiger machen sollen. So. Vorletzter Versuch für mich. Ich könnte jetzt Ausgleich machen und in der nächsten Runde vielleicht einen Siegtreffer. Aber wenn ich jetzt nicht treffe, dann könnte ich nächste Runde höchstens Ausgleich machen. Außer wenn er dann wieder trifft, dann packe ich. Ja. Oh Mann, das fuckt mich ab, Alter. Ein bisschen weit anlaufen. Ich hoffe, ihr seht mich dann jetzt gleich noch. Und schieß mal mit Vollspann. Ah, Jungs, war ein bisschen zu tief, war risikoreich. Er muss jetzt erstmal treffen. Okay, Leute. Muss ich machen. Ja, Jungs und Mädels, angekommen an der zweiten Disziplin. Nils steht schon im Tor, da liegt der Ball. Von da werden jetzt 5 Schüsse auf Nils kommen. Danach ist er dran. Mal sehen, wie viel ich raushaue und let's go! Auf geht's. Erster Versuch. Mann! Eigentlich oben rechts. Ja. Boom, ey. Oh. Irgendwie probieren es jetzt im letzten Schuss einfach mal. Ich denke mal, der wird maximal einen machen. Hat schon einen gemacht. Wir probieren nochmal auf Risiko rechts oben. Jungs, das klappt irgendwie nicht hier in dem Rasen. Links oben klappt das. Okay. Erste Chance für mich. Aber ich glaube, sehr schlecht für mich ausgehen. Ja, wird mit 1-0 und ich könnte jetzt theoretisch gewinnen, aber ich versuche erst mal. Warum?
Dritte Chance. Ja! Ja, genau das gleiche Scheiße. Genau dasselbe. Vorletzte Chance. Chance. Ja, Mann, Alter, das ist so scheiße. Ich verstehe das, Alter, die Erstschüsse. Oh, fuck. Ja, Jungs und Mädels, wir kommen jetzt zum Elfmeterschießen. Elfmeter natürlich. Ja, steht 2-1 insgesamt für mich. Ich habe die erste Challenge gewonnen. Die zweite ging 1-1 aus. Deswegen 2-1, addiert sich gut. Und ja. Tore zählen einfach mit. Und ja, mal sehen, wer am Ende gewinnt. Der Verlierer bekommt Arschbolzen. Viel Spaß. Willkommen zur Bestrafung, also Arschbolzen. Nils, kannst du schon mal losspringen? Donner wird geschossen, let's go. Er nimmt schon mal weit Anlauf. Warte mal. Ich muss die Linie. Macht sich schon mal eine Markierung. Läuft jetzt an. Und von da wird geschossen. Ihr habt's gesehen. Kann er nicht sein! Mein nächster einfach kurz zum Schluss. Ja, so Zentimeter an der Wade vorbei. Das war's von diesem Video. Nils, hau rein, like nicht vergessen, haut rein und ciao!